So, ich habe mich kein Millimeter weit bewegt und dementsprechend begrüße ich euch hier von derselben Stelle zur nächsten Folge Mordor Schatten. Ich will jetzt eventuell hier noch so zwei, drei Leute wären noch cool, wenn ich noch zwei, drei bekommen würde. Das würde mir mit Sicherheit helfen. Unter anderem hier vielleicht noch irgendwie einen Bogenschützen. So, hier hoch und. Du hilfst mir jetzt bitte auch im Kampf. Ihr seht es unten auch. Wir haben einen von den Hauptmännern und acht kleine haben wir, auf jeden Fall. Ich würde sagen. Boah, da hinten sind so viele einfach. Egal, wir starten das Ganze jetzt. In der Hoffnung einfach, dass das jetzt hilft. Und reicht vor allem. So, ich glaube, er war immun. Ne, er war nicht immun. Ich mache sogar relativ viel Schaden. Ich werde diesmal aber nicht aufs Feuer schießen. Schütze ihn. Ohne Strippen ist eine Marionette bloßer Stoff. Wenn ich nichts unternehme, schneiden sie unserer Marionette alle Strippen durch. So, die blauen sind ja auf meiner Seite. Nice, den kann ich, glaube ich, jetzt auch beherrschen. Da muss ich mal eben hin. Das läuft nicht nach Plan. Das ist mir ziemlich egal. Ach, shit, ich glaube, ich bekomme ihn nicht. Komm schon. Ich muss mich in den Kampf einmischen. Brandmalen. Komm schon, komm schon. Ich glaube, er ist auf meiner Seite auf jeden Fall. Oh Gott, sind hier viele. Unsere Pfeile verbessern seine Chance. Wie viele hier sind? Ne, der ist, glaube ich, beherrscht, oder? Das Problem ist tatsächlich, dass ich hier nicht bestimmen kann, wen ich angreife. Also, natürlich kann ich so halbwegs bestimmen, wen ich angreife. Ich glaube, Tarz ist tot. Das ist, glaube ich, gut. Ja, Tarz war unser Gegner. Richtig. Sehr schön. Ich meine, ich hoffe, die wundern sich jetzt nicht, dass hier der Waldläufer einfach einem Ork hilft. Oder einem Uruk hilft. Marvins Plan hat uns große Macht verliehen. Macht sollte nicht verschwendet, sondern genutzt werden. Die Königin wird uns zeigen, wie. Marvins Strategie scheint aufzugehen. Nun können wir der Finsternis mit einer eigenen Armee entgegentreten. Ein Spiegel, der sich bereit macht, sein Ebenbild zu zerstören. Wir sollten zu Marvin zurückkehren. Sie wird uns mehr sagen können. Nein! Oh, ich hätte RB drücken sollen. Shit. Setze dich mir nicht, Celebrimbor. Zusammen können wir unbezwingbar sein. Der dunkle Herrscher Sauron ist noch schwach. Unsere Armee kann ihn vernichten. Was geht hier vor sich? Dich endlich sehen kann. Mein Kind. Deine Mutter befand sich in den Klauen eines sehr mächtigen Zauberers. Talion,
Es tut mir leid. Saruman brachte dich gegen meinen Willen her. Ich suchte seine Hilfe und wurde zu einer Gefangenen in meinem eigenen Körper. Was habt ihr in euren Visionen gesehen? Ich habe Saurons Diener gesehen. Den Turm. Und die schwarze Hand, sie bringen viel Leid. Falls du wissen willst, wo sie sind. Sie sind jenseits des Nonnenmeers. Ihre Armee. Wie stark? Stark genug, uns zu vernichten. Dann brauchen wir wahrlich eine Armee. Die Krankheit zehrt noch an dir. Ruhe nun, Mutter. Ich bereite unsere Abreise aus Mordor vor. Ja, wir haben es geschafft. Kommen 1400 Erfahrungen dafür. Drück eben einmal B, um zu erfahren, ob hier noch irgendein Gespräch kommt. Dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Saruman ist ein Istari. Mit der Macht des Rings hätte er eine gewaltige Armee gegen den dunklen Herrscher führen können. Jetzt werden wir das übernehmen. Nur ist eine Garnison von einer Armee noch weit entfernt. Ja. Für eine wahre Armee müssen wir mehr Häuptlinge beherrschen. Ein Grauke ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. So. Ja, wir sollen alle 5 Häuptlinge brandmarken. Das dürfte eine ziemlich große, das wird eine ziemlich große Armee. Ja. Was haben wir herausgefunden? Man hätte sich's eigentlich schon denken können. So wie Marvin aussah. Es war eigentlich ziemlich eindeutig, dass Saruman dahinter steckt. Wer sich nämlich an die Filme erinnert, dem hätte klar sein können, dass sie mehr oder weniger so aussah wie eben, wie hieß er noch, der König von, war es Gondor? Nee, Gondor ist ja der, zu Gondor gehört dann ja Halogas. Quatsch, wie hieß er? Danke. Kein Problem. Wie hieß er denn? Ich hab's nicht mit Namen, ihr wisst es ja. Auf jeden Fall hätte man sich denken können, weil ist ja aus dem Film. Rohan, der König von Rohan, jetzt haben wir es. Und sie sah ja genauso aus wie er. Also sie war genauso verwundet, genauso gealtert wie er, sie war genauso schwach geworden wie er dadurch und konnte man sich prinzipiell irgendwie ja echt denken. Und ja, so ist es ja jetzt prinzipiell ja auch gekommen. Also sie war... Hallo. Bei der richtigen Gelegenheit. Komm, du darfst sterben. Mach ich hier jetzt? Ja. Aber um das, ich war nur gerade so ein bisschen verwundert. Ich dachte, vielleicht könnte ich da irgendwas machen. Ritualtrinkgefäß. Ich bekomme die ganze Zeit meinen Gedanken nicht zu Ende gebracht, weil ich hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen finde und dann gucke ich das mir wieder an und dann gucke ich mir das nächste wieder an und So. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, dass ich meinen Gedanken fertig bekomme. Erstmal suche ich mir davor ein Target. Ich würde sagen, wir machen das hier und reisen dafür hierhin. Suchen, um sich gegen die Uruks zu wehren. Ja, wie gesagt, das war ja prinzipiell genauso wie... aufgeben. Ihre Ehre wird für sie alle zum Verhängnis. Genauso wie bei dem... Ja, beim König von Rohan eben. Man hätte es irgendwie... Man hätte es ahnen können eigentlich. Weil es hatte schon sehr krasse Ähnlichkeiten damit. Und, im Prinzip ist es mir nicht eingefallen, aber jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Der Königin geht es wieder besser. Wir haben eben schon mal, ich war da schon mal drüber gehovert. Ich weiß nicht, ob ihr es so schnell lesen konntet. Wir können da auf jeden Fall jetzt noch ein Heilmittel für sie holen, um sie komplett zu heilen. Und prinzipiell führen wir jetzt eigentlich
sogar Sarumans Auftrag durch. Wir übernehmen selbst die Herrschaft eben über eine Uruk-Armee. Und im Gegensatz zu Saruman, der dann ja zu eigener Macht strebt, werden wir das dann nicht ausnutzen, sondern wir nutzen das eben, um hier für Ordnung zu sorgen. Aber, ja, da bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Das bringt uns vor allem ja dieses Mal, das finde ich, ist echt spannend. Das bringt uns in der Geschichte richtig weiter. Das mit den Hauptmännern jetzt ist wieder so ein bisschen Fleißarbeit. Das müssen wir auch bewerkstelligen. Heute werde ich jetzt einfach mal hier noch die Hungermission hier machen und dann mal gucken, ob vielleicht noch eine Bogenmission oder so geht. Das schauen wir mal. Und danach werde ich aber auf jeden Fall erstmal zum Zwerg gehen und gucken, was der Zwerg für uns hat. Jetzt aber allerdings erstmal hier Hunger. Jetzt habe ich die Mission gar nicht vorgelesen, aber ihr hattet ja, denke ich, genügend Zeit, um euch das selbst eben durchzulesen. So, eine Vorsprungtötung sollte ich 3 Stück. Du hast Fleisch von meinem Teller gestohlen. Wenn du Fleisch willst, hättest du ein Uruk werden sollen. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Geht gleich weiter für euch. Jo, entschuldige den kurzen Cut. Ich musste mal gerade zur Tür. Jetzt geht's hier aber weiter und das soll euch... Sobald ich den Controller angemacht habe, geht's weiter. Der ist nämlich in der Zwischenzeit ausgegangen. So, ja. Sklaven retten. Stimmt. Ich habe Hunger, Sklaven. Doch mein Mahl ist in deinem Bauch. Vielleicht sollte ich es herausschneiden. Nein. Hier wird nichts rausgeschnitten und... Nein, ich habe lang genug gehalten. So. Das dürfte Sklave Nummer 1 sein. Bist du das, Waldläufer? Schneid mich los, bitte. Danke. So. Kein Problem. Gott, warum komme ich denn hier unten raus? Du hast dir das Fleisch nicht verdient. Wir schon, garstige Made. Was? Hier ist keiner, auch nur irgendeinen Menschen. Nur über meine Leiche. Und die bekommt ihr nicht. Ich habe keine Angst vor. Lass die Finger vom Uruk essen. Du hast dir das Fleisch nicht verdient. Wir Hallo? Darf ich den bitte mal hier eben? Habt ihr das gehört? So, das war der nächste. Okay. Ist da noch einer? Nee. Psst! Waldläufer, hilf uns! Ich rieche etwas! Shit, oh mein Gott. Shit. Ich hab die Gegner übersehen. Na gut, dann kämpfen wir mal wieder ein bisschen. Aber so schaffe ich wahrscheinlich die dritte Vorsprungstötung nicht. Ah ja, ich hatte übrigens, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das habe ich vor 2 Folgen gemacht, habe ich mal ein wenig, naja, geskillt ist vielleicht falsch, das richtige Skillen, also mit den Fähigkeiten hatte ich an der Aufnahme gemacht, das dürftet ihr ja gesehen haben, aber ich habe mal wieder hier meine Währung ausgegeben, weil dafür kann man sich ja auch Verbesserungen holen und das habe ich mal gemacht und dafür habe ich mir Runenplätze in Bogen und Bogen und Schwert gekauft. Nein, och, warum töte ich den denn? Der hatte doch Informationen für mich. Was willst du von mir? Denkst du wirklich, du kannst mich töten? Okay, ja, du bist gar nicht so schwach, aber...
Ich möchte eigentlich erstmal kurz den hier machen. Okay. So, und jetzt hast du noch ein paar Informationen für mich. Beherrschen. Huch. Nee, das war eigentlich nicht das. Das war eigentlich nicht das, was ich wollte, aber gut. So. Habe ich noch irgendwo einen Uruk übergelassen? Ich glaube nicht. Scheiße. Eines Tages möchte ich doch, so gut doch. Foltern können wie der da Tor. Oben. Du willst wissen, aha. Was Schmerz ist? Leg dich mit ihm an und finde es heraus. Vielen Dank. Ich brauche dich noch für meine Bonusziel. Wie passend, dass der da oben geblieben ist und nicht runtergekommen ist. Bitte. So. Ja, gab nochmal 50 Währung extra. Sehr schön. Danke für die Rettung. Aber ich bin so furchtbar hungrig. Sie haben uns alles genommen. Ich muss Essen finden. Ja, dann such dir mal was zu essen. So, haben wir noch irgendwas in der Nähe? Wir hätten hier oben eine Schwertaufgabe. Ich würde sagen, wir nehmen das Artefakt mit und gehen dann noch zu dem Schwert hin. Ist er alleine? Glaube ja. Die Käfer. Ihr elender Anführer entwickelt sich zu einer ernstzunehmenden Gefahr. So, irgendwo da hinten. Hier oben eine? Nee. Da könnte ich mir aber eben mal einen Pfeil mitnehmen. Glauben, ach, guck mal hier. Hier ist einer von meinen. Diese Idioten sollten dafür ausgepeitscht werden. Komm schon, wie ich auf den nicht draufspringen kann. Doch, da ist ein Punkt, da ist ein Punkt, da ist ein Punkt. Na. Schwimmen einfach mal X und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Okay, wahrscheinlich, vielleicht geht's von hier besser. Na komm. Ja, da. Versuch's doch nochmal. Oh Gott, das ist irgendein Named. Dafür rollt dein Kopf, dreckiger Wurm. Okay. Steht hier einfach mal ein Name rum. Name drum. Nein. Mal gucken, ob ich den auch wieder herrschen kann. Der hat irgendwie gar nichts drauf. So, Brandmarken erstmal. So. Details ansehen. Ach, das ist ja nur so ein ganz billiger. Ah, aber der ist hier irgendwie Untertane von ihm hier. Das ist doch schon mal praktisch. Kann ich den eigentlich jetzt irgendwie beschützen oder beherrschen? Nakra, okay. Ja. Kann man mal sehen. Also ich habe ihn jetzt auf jeden Fall beherrscht. Gut. Will ich einen Trupp aus Jägern leiten. Warum solltest du das da tun? Haben wir auf jeden Fall unseren nächsten Uruk, den wir jetzt beherrschen. Das ist schon mal ganz praktisch. Wobei, wir haben dadurch keine Macht bekommen. Kann das sein? Hätte ich es nicht selbst gesehen, würde ich es nicht glauben. Die Orks haben einen Verbündeten in den Fliegen gefunden. In Mordor werden die Leichen niemals knapp. Und ich dachte, dort finden die Fliegen ein reiches Mahl. Doch sie ziehen umher und greifen an wie ein einzelnes Geschöpf. Ich meide sie, wo ich kann. Sie bauen ihre Nester überall. Und Tag und Nacht hört man ihr Summen. Die Orks beten dieses Ungeziefer an, sofern sie nicht selbst davon gestochen werden. Die Orks sagen, es sei ein Spion. Doch für wen spionieren sie? Sie gehören nicht etwa zu euch, oder doch? Ah ja. Was auch immer. So. Die Erinnerung haben wir. Es gibt in Mordor noch andere Kräfte neben Sauron und uns. Ja, das sind die Spitze von Koronir. Sagen könnte. Jetzt machen wir noch den Auftrag eben. Keine Feste war sicher vor seinem Ansturm. Gerade heraus stürmte er in die Wache.
die Wache des Henkers, um der Kriegsmaschinerie des dunklen Herrschers einen vernichtenden Schlag zu setzen. Alles klar. Oh Gott. Ich brauche eine neue Rüstung. Wisst ihr was? Ich glaube, der Auftrag wird ziemlich lange dauern, weil da sind doch einige Uruks zu töten. Dementsprechend, da wir noch nicht richtig angefangen haben, beende ich die Folge für heute. Entschuldige mich nochmal für den kleinen Cut und dass ich danach irgendwie so ein bisschen von der Rolle war, weil ich nicht mehr so richtig weiß, worum es ging. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen und ja, ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei, wenn wir hier wahrscheinlich, mal gucken, ob ich die zusätzliche Ziel mache, 25 Uruks töten. Bis dann!